Moin Moin Leute, willkommen zurück zu An Epic mit dem Hörnchen. Und ja, wir wollten eigentlich mit dem Geist sprechen. Das habe ich auch schon gemacht, aber kurz und dann ist mir Fraps abgekackt. Der Geist will eigentlich von uns Folgendes. Er ist hier an den Raum in, an den Fallen in dem Raum gestorben, über uns. Seht, ich war schon ein bisschen weiter und ja, es wäre eine übelste Fail-Episode geworden. Weil, ich weiß nicht, man sieht es ganz bisschen. Ich guck mal mit der Maus, ja, Maus hier, da. Seht ihr das hier? Das ist etwas höher über dem Stein liegt. Das sind Druckplatten. Ja, und die sind hier überall. Also ich muss quasi hier durch, bis zur Leiter. Hier durch, bis zur Leiter. Da oben, dadurch. Und irgendwann kommt dann irgendwann ein Hebel, den ich bisher noch nicht erreicht habe. Und die Fallen sind total assig. Also wer will der eigentlich? Der muss... um weiter, um quasi aus dem Leben scheiden zu können. Hier hinter ist übrigens nichts. Ich schätze mal, hier kommen wir wahrscheinlich irgendwann wieder runter. Um aus dem Leben scheiden zu können, müssen die ganzen Fallen deaktiviert sein. Und ja, ich habe natürlich schon ein bisschen vorgearbeitet. Haha, Giftpfeil, Bitches. Ja. Also ich habe natürlich jetzt schon ein paar Sekunden, die da hinter mir. Oh, total mies. Miese Scheiße. Und hier bin ich immer weg. Da kommen sie nämlich auf einmal wieder aus dem Boden, die Teile. Und hier ist auch noch irgendwo eine. Oh, noch einer von denen. Oh Gott. Wuhu. Alter Scheiße, ey. Mittlerer Panikschub. Ach so, kacke. Warum ich mich ducke, weiß ich auch nicht hundertprozentig, aber es hilft. Oh Gott. Wow, okay, das war mies. Alter, das ist total mies. Und da gehen wir drauf. What the fuck? Verdammtes Spiel. Alter. Oh, best safe game ever. Ja, die Sterbeanimation kenne ich jetzt. Best safe game ever. Best safe game ever. Bitches. Also nochmal ganz langsam hier durch. Naja, gefeilt, wa? Kennen wir schon. Brauchen wir nicht mehr. Ja. Bisschen hardcore, Alter. Wir schaffen das. Verdammte Axt, ey. Wo soll man das denn auch wissen? Verdammt. Alter. Daran habe ich gerade überhaupt nicht mehr gedacht, dass da ja neben den Stacheln noch ein Feuerball direkt ins Gesicht kommt. Scheiße. Und der Tag. Boah, safe game. Komm hier. Weg damit. Ja, dann machen wir doch das Fail Game, was ich eben gerade schon prophezeit hatte. Dodging fireballs like a boss. Ja. Wenn man einmal auf der Plattform stand und das gerade wieder am Reinziehen ist, dann tut das einem nichts. Ach shit.
schnell hoch. Die werden voll schnell, die Teile. Aus dem Boden. Feuerball. 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 Fackel. Aus dem Boden. Oh Gott. Feuerball. Treppe runter. Feuerball. Alter. Boden. Wand. Fackel. So, jetzt. Das ist die Springscheiße. Erstmal die normal. Das ist ja. Vorherzusehen. Okay, coole Sache. Auch nochmal einmal die. So. Wir sind. Einen noch? Boden? Es gibt gleich wieder zwei auf einmal. Nein! Oh, fuck, fuck. Schnell weg. Schnell weg und. Ich würde den. Oh, goddammit, 75 HP, letzte Sekunde. Fallendeaktivierungshebel nicht anfassen. Sehr gut. Runter hier. Ah ja, cool, jetzt kommen wir ja wirklich hier raus. Ohne wir nicht mal zurücklaufen. Mit dem Geist reden. Machen wir doch glatt. Alter, war das denn Tortur, ey? Ich schwitze hier wie Hölle, ey. Du hast es geschafft. Ich bin dir auf ewig dankbar. Gern geschehen, mein Freund. Nur nebenbei. Weißt du etwas von einem Orakel in der Nähe? Du hast Fragen, die Antworten bedürfen? Es gibt eine weise Kreatur, die oben in der Mine lebt. Vielleicht kann sie dir helfen. Hier ist der Schlüssel zur Mine. Cool. Wir sehen uns drüben. Auf Wiedersehen. Tschüss, Geist. Und vielen Dank für den Schlüssel der Mine. Du hast den Test der Fallen bestanden und... Okay, creepy. Du hast den Test der Fallen bestanden und erhältst... Ah, fuck. Und erhältst dafür den Schlüssel. Wo waren denn die Minen nochmal? Oh, ja, Karte. Hier vielleicht, weil hier ist so eine Tür-Eingangsding offen. Okay. Zurück. Ins Gesicht, Alter. Das fallen lassen, lassen wir das liegen. Nein. Kleiner Saphir. Coole Sache. Good story, Bro. Ups. Kritisch. Wir prügeln trotzdem alles kaputt. Mal gucken, ob hier irgendwie noch was ist. So. Ach ja, hier sind halt die ganzen Dinger. Keine Ahnung, wie oft ich die jetzt schon kaputt geprügelt habe. So waren denn die Bibliothek hier unten. Tatsächlich, die Bibliothek ist hier unten. Geht das Ding danach wieder zu, wenn ich jetzt hier abhaue? Warum hältst du? What the fuck? Du hast hier die großen Steine runterfallen sehen. Ich könnte von einem dieser Steine zerquetscht werden. Gibt es denn keinen anderen Weg? Dieser Durchgang ist der einzige Weg, um die Mine zu erreichen. Yeah, ich bin sicher, du würdest es mir sagen, wenn es einen anderen Weg geben würde. Ach du Scheiße. Okay, ich schlage vor, wir gehen mal ganz kurz zurück. Ich speichere ab. Ich habe keinen Bock, den Test der Fallen nochmal zu machen. Und ja, ich weiß, es gibt Quicksave. Ich traue den Quicksave nicht. Nachdem uns eben gerade so bescheuert gelegen hat, das Quicksave. Achso, was mache ich denn da? Und wenn wir dann sterben und wir spawnen wirklich am Safe und nicht am Quicksave. Achso, ja, hier lang. Ui. Aber wir wollten ja noch. Wollten wir nicht noch zum Händler?
Der ist jetzt da. Dann kommen wir gehen zu dem Händler. Wir gehen ja in die nächste Folge zu den Minen. Jetzt nochmal fix zum Händler. Und dann machen wir die Folge auch schon wieder fast zu Ende. Der Händler geht hier oben lang, ne? Und also fehlt immer, verpisst euch, verpisst euch, verpisst euch. One hit. One hit. Hopp. Aus dem Weg, ey. Bloß in Ruhe. Oh shit. Da, wer zur Hölle? Warum zur Hölle? Zorans. Waldhüterkleidung. Cool. Rucksack teilen, Menü, Option, Gameplay. Was? Waldhüterkleidung. Was kann das Ding denn? Rüstung Stufe 1. Status 92%. Zusätzlicher Schaden mit Bögen. Kritischer Treffer mit Bögen. Okay. Was haben wir hier? Rüstung Stufe 0. Alles klar. Ausrüsten. Lalalalalala. Ah, cool, wir sehen aus wie Link. Ja, Gott. Wow. Ja, ja, ja. Bist du? Puh. Geht auch so. Okay, was haben wir hier? Schlüssel der Bibliothek, alles klar. Meine fucking Fresse! Zuraum, das geht hier unten lang? Projizierung? Was ist das denn noch? Ja, große Schnecken, ne? Roter Schleim. Ekelhaft. Münze. Cool. Haufenweise Kisten. Mit Münzen. Münze zweimal, Münze einmal. 32 Münzen. Wie viel Kohle habe ich denn? Leichter Speer. Episch. Machen wir noch Licht an. Noch mehr Geld. Cool. 33 Münzen. Rüsten wir mal wieder das Schwert aus. Hup. Ne? Was Besonderes da Tür? Nein? Okay. So, Licht wollte ich aber. Oh, schon wieder eine Kiste dahinter. Münze, Münze, Pfeile, Münze. Perfekt. Das ist doch ein super Zeichen, um zum Händler zu gehen. Hey, es ist ein Händler. Das ist richtig. Sein Name ist Zoran. Ich kann lesen. Danke. Er ist ein Gauner, ein Wucher und ein Schwindler. Er wird dich mit schändlichen Preisen betrügen. Tötest du ihn, kannst du all sein Habe aneignen. Danke für den Tipp. Du willst, dass ich ihn töte, weil du ihn tot sein willst oder du weißt, dass er mich leicht töten kann. Egal. Kein Deal. Hallo. Halt. Wer bist du? Ich habe dich niemals zuvor gesehen. Oh mein Gott. Ich bin ein Cis, ein dunkler Ritter. Mein Name ist Lord Helmchen und ich wurde von Harnokun selbst geschickt, um die Burg meines Lords zu schützen. Du willkommen in bescheidenen Laden, oh großer dunkler Ritter. Name ist Zoran und ich handle. You don't say, bro. Du wünschen handeln, ich viele Güter haben. Es ist große Ehre, ist mit Beschützer zu handeln. Wir sind ein Cis von, wir heißen Lord Helmchen. Ja, komm, wir kaufen was. Was hat er denn? Was hat er denn so an diversen Gegenständen? Kerzen, Vogel des Lebens. Irgendwelche Rollen, okay. Waffen. Was hast du an Waffen? Leuchtfackelwerfer, wollte ich. Bögen. Langbogenpfeil, okay. Ich habe noch 56 Pfeile, reicht. Was kann ich denn dir verkaufen? Was haben wir denn so Schönes? Kann für einen guten Preis verkauft werden. Ja, welchen denn? 13 Münzen. Ein Saphir für 13 Münzen? Ja komm, brauche ihn sowieso nicht. Gut gekaut. Kann man Tränke mit herstellen. Irgendwas, was wir nicht brauchen. Ne, alles andere ist eher zum Tränke herstellen und Zinkraum. Ein T-Shirt verkaufen. Oh ne, das ist gegen Frost und Feuer recht gut. Also, würde ich sagen, passt. Gut, dann haben wir Zoran auch erkundet.
Wir haben die Waldhüterkleidung gefunden. Wir haben die. Ja, schnell raus hier. Die Fledermäuse hinter uns gelassen. Wir haben das Rätsel um die Dings gelöst. Um die Fallen. Haben den Ritter besiegt und wir haben rausgefunden, dass wir ein Sith sind namens Lord Helmchen. Und wir wissen jetzt auch, wozu dieses Ding hier da ist. Diese riesigen. Aber wenn wir in so einem Bereich, wo wir jetzt daran, ne, in dem hier erst einen weiteren Durchgang gefunden haben. Alter, ich habe keine Ahnung, wie lang dieses Spiel wird. Und ich glaube, ihr habt zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt hier aufnehme, noch nicht Folge 1 gesehen. Die kommt nämlich erst die Tage. Ich nehme nämlich gerade am Freitag auf. Ihr seht die erste Folge am Sonntag. Achso, ja, hier muss ich eigentlich lang. Ihr seht die erste Folge erst am Sonntag. Also ich nehme übelst im Voraus aus. Auf. Ist auch nicht weiter schlimm, was soll so sein. So, wir sind durch. Nächste Folge sehen wir uns dies Jahr an. Und ich weiß jetzt schon, wir werden qualvoll sterben. Mehrfach. Gut, damit genug Gequatsche. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einen traumhaften Tag. Und tschüss.